Willkommen zu Sinumeric Live, Anwendungstechnik leicht verständlich erklärt. Diese Videoreihe hat das Ziel, einzelne Themen der Anwendung mit der Sinumeric praxisgerecht und mit wenig Zeitaufwand zu präsentieren. Bestehend aus kurzen Folienvorträgen mit Einspielern aus Praxis und praktischem Handling dieser Funktionen. Heute mit dem Thema DXF Reader, schneller von der Zeichnung, dem Ausgangspunkt zum fertigen Bauteil. Natürlich werden wir auch die Möglichkeiten und Grenzen aufzeigen und die gesamte Agenda für heute soll heißen, erstens, was ist DXF überhaupt? Weiterhin, wozu brauche ich einen sogenannten DXF-Reader, das Tool zum Einlesen dieser Daten direkt auf der Steuerung? Warum braucht man das? Wie funktioniert dieses ganze Tool in sich, wenn es direkt auf der Sinumeric installiert ist? Und die Möglichkeiten und Grenzen dieses Tools, dieses neuen Tools, werden auch aufgezeigt. Warum geht es nur bis dahin und nicht mehr? Warum ist die Funktionalität exakt die, die sie ist? Kommen wir zum ersten Punkt unserer Agenda. Was ist DXF? Klären wir den Begriff dieser drei Buchstaben. DXF ist ein Datenformat. DXF ist die Abkürzung für Drawing Interchange File Format und ist ein spezifiziertes Dateiformat zum CAD-Datenaustausch. Diese Schnittstelle hat sich als quasi Datenaustausch-Standard am Markt etabliert und jedes CAD-CAM-Programm nutzt diesen Standard zum Austausch der Informationen. Dieses ist auch offen dokumentiert, sodass jeder Hersteller seine Informationen damit einfließen lassen kann und diese auch individuell handeln kann und wird ausschließlich für den programmübergreifenden Datenaustausch auch über die Betriebssysteme hinaus verwendet. Der nächste Punkt wäre, wie bekomme ich die DXF-Daten überhaupt? Wie komme ich daran? Wie erzeuge ich die und was tue ich damit? Und zwar, das ist eigentlich eine sehr interessante Frage. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Wir wollen mal zwei Wege erörtern. Einerseits aus einem CAM-System, in diesem Falle NX von Siemens. NX-CAM kann aus sogenannten Solids, das sind dann links zu sehen, das Volumenmodell kann dann konvertiert werden in ein DXF-Format. Wie das funktioniert, schauen wir uns live an. Das ist dann der erste Weg. Im NX ist es so, wenn ich die Datei öffne, kann ich die natürlich dann auch von allen Seiten betrachten. Das ist ein sogenannter Solid. Ich kann ihn drehen, ich kann ihn rotieren, kann reinzoomen und auch von allen Seiten betrachten in allen Details. Das ist ein dreidimensionaler Körper. Dieser dreidimensionale Volumenkörper soll im DXF-Format auf Ebene heruntergebrochen werden, sprich Ansicht von oben. Das geht mit dem sogenannten DXF-Converter. Diese Datei wird in dem Fall exportiert in das DXF-Format, AutoCAD DXF-DWG-Format. Wir geben hierbei an, in diesem Fenster ist zu sehen die Ausgabedatei. Wenn wir weiterklicken, wird die Arbeitsansicht gewechselt in Ansicht von oben. Das ist die gewählte Ansicht, wo wir das Ganze hinein exportieren wollen. Und mit Beenden startet sich hier oben links zu sehen der DXF-Converter. Dieser analysiert das Teil und speichert die relevanten Informationen für die Ansicht von oben heraus. So, der Vorgang selbst ist beendet. Die Datei hat sich geschlossen. Wenn jetzt eine neue Datei geöffnet wird, können wir in dem Fall auf dem umgekehrten Weg, nämlich mit dem Importieren, uns diese DXF-Datei anschauen. So, importieren. Und hier sieht man in der Mitte ganz klar AutoCAD DXF DWG Format. Wir wählen uns wieder das Verzeichnis aus, welches wir erstellt haben. Okay, öffnen. Und auch hier sieht man wieder, der Converter checkt wieder die DXF-Datei in dem entsprechenden Format und liest es dann native ein. Und das gibt dann unsere gewünschte Arbeitsansicht, in dem Fall das DXF von oben. Auch hier zu sehen, auch hier, man sieht sehr deutlich, es ist eigentlich flach. Es ist platt gedrückt auf die XY-Ebene projiziert. Mit der 3D-Maus sehr gut zu sehen, was das Ganze überhaupt beinhaltet, nämlich einfach nur eine Ebenenprojektion mit allen relevanten Informationen, um das Teil in der Draufsicht von oben zu zeigen.
Kommen wir nun zu dem Punkt, wozu einen DXF-Reader direkt auf der Steuerung? Warum ist der DXF-Reader direkt in die Sinomeric, in die Maschinensteuerung implementiert? Nun, in der Sinomeric werden DXF-Daten direkt in die Steuerung geladen und diese Konturen mussten früher von Hand, also händisch, eingetippt werden. Und das ermöglicht es natürlich viel schneller und vor allem nativ ohne große Zwischenkonvertierung das Ganze zu benutzen und im Drehen und im Fräsen die gewünschte Kontur zu erzeugen. Aufwendige Berechnungen gehören der Vergangenheit an. Kreismittelpunkt, Schnittpunkt, Radien, all das erfolgt automatisiert durch sogenanntes Abgreifen der Steuerung der Kontur. Es ist sowohl im Shop Mill als auch im Shop Turn möglich. Eins ergänzt das andere. Völlig egal, die Verwendung ist immer die gleiche. Ob einfach oder komplex, für die Steuerung ist alles gleich gering. Auf der rechten Seite, diese Konturen sind für uns als Betrachter komplex. Diese Kontur des Fahrrades ist auch augenscheinlich komplex. Ob das jetzt eine ganz einfache Kontur ist wie diese oder wie die rechts zu sehenden, für den Konturrechner ist das alles gleich gering. Nun der Punkt, wie funktioniert der DXF-Reader direkt auf der Sinomeric? Wie wird er gehandelt? Wie gehe ich mit den Daten um? Diese Daten werden extern eingelesen in die Sinomeric und entsprechend weiterverarbeitet. Nun das praktische Beispiel, um die erstellten DXF-Daten direkt in die Sinomeric einzulesen. Das geschieht auf zwei Varianten. Einerseits im Shop-Mill, was analog auch im Shop Turn funktionieren würde. Hier stellvertretend das Shop Mill und in der G-Code-Programmierung im Program Guide, dass wir auch mit zwei Varianten auf gleiche Art und Weise die DXF-Dateien verwerten können. So, einerseits mit dem Shop Mill, damit starten wir. Konturfräsen, neue Kontur. Wir geben hier einen Namen ein. Okay. Und jetzt suchen wir uns in der Explorer-Struktur diese DXF-Datei aus. Hier schön zu sehen. Und uns geht es hier um diese Tasche. Die müssten wir jetzt auf herkömmliche Art theoretisch von Hand, das heißt Liniensegment für Liniensegment im Koordinatensystem beschreiben. Das funktioniert folgendermaßen. Wir selektieren unser Anfangselement. Wir klicken mit dem Finger, in dem Fall Steuerungselement Finger auf ein Multitouch-Display und sagen okay. Aufgrund dieses Konturzuges, der geschlossen ist, hat natürlich die Steuerung dies auch als geschlossen erkannt. Und wir sagen, okay, wir wollen genau diesen Punkt übernehmen. Und der ist hier im Konturrechner zu sehen. Die ganze Tipperei, diese, wie sagen wir dazu, zu Fußprogrammierung, erspart sich hier durch das Einlesen des DXF und reduziert die Zeit um gut und gerne 80%. Übernehmen und die Kontur ist mit der dazugehörigen Technologie verknüpft. Auch hier die Überprüfung der Simulation. Was habe ich überhaupt getan hier? Und das ist wichtig, um im Vorfeld die Korrektheit des Programmes auch zu garantieren. Ja, jetzt genau hier ist genau unser Punkt, den wir programmiert haben. Und mit Anklicken, Übernehmen, Kontur schließen dauert das Ganze natürlich wenige Sekunden. Der Programmierprozess, wie gesagt, verkürzt sich extremst. Die andere Variante ist die, dass wir jetzt im G-Code genau das Gleiche machen können. Wir öffnen mal ein Programm für den Program Guide und sagen auch Konturfräsen, neue Kontur. Wir geben auch hier einen Namen ein, beliebig, übernehmen und auch hier wieder unsere DXF-Datei. Das gleiche Spiel. Wir selektieren diese Tasche, die wir gerne hätten. Kontur übernehmen, bis hier genau die gleiche Vorgehensweise. Okay, und das Einlesen dieses G-Code-Programmes, das Erstellen des G-Code-Programmes dauert genauso lange wie im Shop Mill. Das ist natürlich ein unschätzbarer Vorteil von der Zeit her, weil dieses alles müsste von Hand theoretisch reingetippt werden, was natürlich eine enorme Erleichterung ist. Nach dem praktischen Beispiel am Simulator ganz kurz die Zusammenfassung. Wir können einerseits Zeichnungen prüfen,
das Bauteil an sich nach der Simulation auf richtige Werkzeugbahnen, Kollisionsvermeidung. Wir können während des Verarbeitens der DXF-Daten die Layer verwalten, die geometrischen Elemente ebenso. Wir können, wie gesehen, Konturen erzeugen und natürlich auf Wunsch nicht nur im Shop Mill Shop Turn arbeiten und auch in G-Code, in Wegbefehle diese Konturen ausgeben. Nach den eben aufgezeigten Möglichkeiten des DXF-Readers mit der Sinumerik noch ein paar Worte zu den zu beachtenden Aspekten bei der Verwendung des DXF-Readers. Wir sind natürlich stark abhängig von der Qualität der DXF-Datei, resultierend aus der Konstruktion. Es kann passieren, dass dann zum Beispiel bei unsauberer Konstruktion, Konstruktionsfehlern, Linien, wie hier zu sehen, nicht exakt mit den Körperkanten geschlossen sind oder zusammenfinden. Diesen Umstand können wir natürlich sehr einfach durch zu bearbeitende Elemente mit dem Konturrechner schließen und reparieren. Das ist dann eine Stärke der Sinumerik mit dem DXF-Reader und natürlich die Bedienung und Steuerung direkt an der Maschine. Da empfiehlt es sich natürlich, Eingabegeräte wie die gute alte Maus anzuschließen, um da auch gut navigieren zu können. Zusammengefasst, die Vorteile der DXF-Anwendung auf der Sinumerik: DXF als CAD-Schnittstelle ausreichend? Absolut. Es werden nur die wirklich relevanten Informationen eingelesen und der größte Gewinn dieses ganzen Tools: Zeitersparnis und Prozesssicherheit bei der Konturerstellung.